Willkommen zu diesem Video, in dem ich euch heute ein Tool bzw. eine Plattform vorstellen möchte, die mich schon länger im Unterricht begleitet und die ganz wunderbar funktioniert, um das Lernen mit und über KI zu kombinieren, nämlich Fiete AI. Fiete AI wurde von dem Lehrer Hendrik Haverkamp zusammen mit dem Programmierer Malte Hecht entwickelt und nimmt im Grunde den Bedarf von Lehrkräften auf, Feedback kontinuierlich in den Unterricht einzubinden, allerdings natürlich auch geschuldet der Tatsache, dass das kaum möglich ist, wenn wir unzählige Lernprodukte, geschriebene Texte unserer Schülerinnen und Schüler vor uns haben und in der Regel kaum individuelles Feedback auf jedes dieser Lernprodukte zumindest geben können. Fiete AI tritt nun an, kriteriengeleitetes Feedback auch beim Schreiben zu ermöglichen, Schülerinnen und Schüler somit zu begleiten, gleichzeitig aber auch uns Lehrkräfte eben an einer Stelle zu entlasten, an der wir dem eigenen Anspruch zumeist nicht gerecht werden können. Wie Fiete AI funktioniert, welche Funktionen es hat und kleinere Unterrichtsbeispiele auch zu sehen, das möchte ich heute zeigen, einfach um mal einen ersten Eindruck davon zu vermitteln, wie Fiete funktioniert. Gehen wir also rein und schauen uns die Plattform einfach mal an. Logge ich mich bei Fiete AI ein, dann sehe ich schon, dass es eine ganz einfache und simpel gehaltene Oberfläche ist, in der ich in der linken Spalte unterschiedliche Möglichkeiten sehe, nämlich meine Aufgaben anzuklicken. Und dann erhalte ich in der Mitte eine Übersicht meiner bisher erstellten Aufgaben oder aber auch eine neue Aufgabe zu erstellen. Aufgaben zu erstellen ist in Fiete sehr, sehr einfach. Ich tippe hier darauf auf Plus und habe dann unterschiedliche Möglichkeiten, allgemeine Vorlagen bereits zu nutzen, zum Beispiel für eine Zusammenfassung, vollständige Aufgaben einfach mal anzuschauen, um schon zu sehen, wie das so funktionieren könnte, oder aber auch eine leere Aufgabe selber zu erstellen, was ich sehr oft mache, wenn es um andere Operatoren geht, wie beispielsweise erörtern oder Stellung nehmen. Für eine Zusammenfassung tippe ich einfach auf Sachtexte zusammenfassen, kriege jetzt hier schon einige Hinweise und das ist ganz gut zu beachten, denn wenn ich hinterher unten den Aufgabentext für eine Zusammenfassung, zum Beispiel den Ausgangstext hier reinkopiere, dann sollte ich darauf achten, dass die Aufgabenstellung klar strukturiert ist durch Absätze und auch Titel und zum Beispiel Autor, Autorin auch separat aufgeführt werden, denn das ist dann besser vom Sprachmodell zu erkennen. In diesem Fall geht es um eine Zusammenfassung und ich nehme als Klassenstufe einfach mal einen Grundkurs des Jahrgangs 12. Erhalte dann hier schon einen Vorschlag für eine Aufgabenstellung und lasse das jetzt einfach mal so stehen und sehe dann hier unten die Kriterien für das Feedback. Die kann ich jetzt natürlich auch ergänzen, indem ich hier unten auf Plus tippe und zum Beispiel sage, sprachliche Distanz wird durch den Konjunktiv hergestellt. Was jetzt ein Spezialkriterium ist, aber vielleicht ist mir das in dem Moment ja gerade besonders wichtig, weil wir im Unterricht darüber gesprochen haben. Ansonsten würde ich diese Kriterien jetzt einfach mal so lassen und kann dann hier unten einen Text eingeben, der Ausgangstext für meine Zusammenfassung sein soll, zum Beispiel den ausführlichen Text eines Wissenschaftlers oder einer Wissenschaftlerin und kann dann auf Aufgabe erstellen tippen. Jetzt habe ich noch unterschiedliche Möglichkeiten, die Aufgabe zu bearbeiten. Und das ist wichtig und in meinen Augen auch eine wunderbare Funktion von Fiete, denn ich kann, und das ist für den Fremdsprachenunterricht besonders interessant, definieren, in welcher Sprache Fiete antworten soll. Das ist für mich im Spanischunterricht zum Beispiel sehr hilfreich, dass Fiete auf Spanisch antwortet. Ich lasse jetzt hier aber die Einstellung auf Deutsch. Des Weiteren kann ich einstellen, ob die Schülerinnen und Schüler beim Schreiben eine Rechtschreib- und Grammatikprüfung erhalten sollen. Und das funktioniert dann mit Language Tool zuverlässig und gut mit durchaus sinnvollen Hinweisen, die dann am rechten Rand beim Schreiben angezeigt werden. Ich kann ebenso definieren, ob die Feedback-Kriterien für Schülerinnen und Schüler sichtbar sein sollen oder ob ich sie verbergen möchte, wobei ich in der Regel die Kriterien sichtbar lasse, weil sie ja dafür gedacht sind, zu lernen und auch um sie zu beachten. Ich kann auch Fristen eingeben, bis wann die Aufgabe zu bearbeiten sein soll. Das lasse ich allerdings meistens offen.
Hier kann ich den Link kopieren, zum Beispiel für mein Lernmanagementsystem oder um es per E-Mail zu verteilen, kann aber genauso auch den QR-Code hier benutzen, der dann die Schülerinnen und Schüler zu der Aufgabe führt, was gut funktioniert, wenn man zum Beispiel am Stundenende, wenn es eine Begleitung für die Hausaufgabe sein soll, man den QR-Code einfach kurz öffnet, alle Schüler den QR-Code einscannen, in die Aufgabe reingehen und dann den Link direkt zum Beispiel auf ihren Tablets haben. Ich kann dann schauen, wie diese Aufgabe aussehen wird, indem ich auf Jetzt ausprobieren klicke und dann sehe ich, wie es funktionieren würde. Ich lasse einfach mal meinen Namen so und das ist auch die Maske, die meine Schülerinnen und Schüler sehen würden, wenn sie sich einloggen in den Link, tippe auf Los geht's und sehe jetzt das, was meine Schülerinnen und Schüler sehen würden. Und das ist eine wunderbar übersichtliche Aufgabenstellung, zunächst mit der Aufgabe, den Feedback-Kriterien und hier dann der Möglichkeit, die eigene erste Lösung einzugeben. Hier unten rechts sieht man den Button für die Rechtschreib- und Grammatikkorrektur. Und wenn ich hier dann Fehler angezeigt bekomme, kann ich draufklicken und kriege die dann auch hier in der rechten Spalte neben dem Text angezeigt. Im Text werden sie dann farblich unterstrichen, was die Schülerinnen und Schüler als sehr hilfreich ansehen. Wenn Sie hier Ihren ersten Text eingegeben haben, tippen Sie auf Fiete, gib mir Feedback und dann fängt der kleine Blubbelfisch an zu blubben, was im Kollegium regelmäßig für etwas rollende Augen, aber auch Erheiterung sorgt, aber eben nun mal das Markenmerkmal von Fiete ist und damit in meinen Augen auch völlig in Ordnung. Und dann kriegen die Schülerinnen und Schüler ihr erstes Feedback. Und da können wir vielleicht einfach mal am Beispiel einer Aufgabe, die ich schon erstellt habe, gemeinsam reinschauen. Ich habe hier ganz unterschiedliche Aufgaben stehen. Einmal aus dem Spanischunterricht. Hier eine Aufgabe aus einer Klasse, in der ich extra darum gebeten hatte, andere Namen zu benutzen. Und deswegen können wir hier einfach mal reinschauen. Es ging um eine Erläuterung und die Frage, die jetzt aber irrelevant ist, wie kam es eigentlich in so kurzer Zeit zur deutschen Wiedervereinigung am 3. Oktober 1990? Und da können wir einfach mal in einen Beispieltext reinschauen von einem Schüler. Ich nehme einfach mal hier einen Schüler. Das ist die eingegebene Lösung. Das wäre jetzt die Hausaufgabe oder die Schreibaufgabe, die erstellt wurde. Und ich kann hier unten sehen, welches Feedback der Schüler in diesem Fall erhalten hat. Da ich jetzt auf die überarbeitete Version geklickt habe, also die finale Abgabe, sehe ich hier mit einem kleinen schwarzen Balken, wie das erste Feedback ausfiel. Und kann sehen, dass der Schüler in diesem Fall ganz offensichtlich zu den Kriterien oder bezogen auf die Kriterien den Text nochmal überarbeitet hat. Das können wir vielleicht mal ganz kurz gegenprüfen. Zum Beispiel hier hatte ich das Item, es sollte ein knappes zusammenfassendes Fazit die Bearbeitung abrunden. Das hat der Schüler offensichtlich nochmal deutlicher beherzigt und seinen Text so überarbeitet, dass Fiete an der Stelle zu diesem Kriterium sagt, das hast du sinnvoll und gut überarbeitet, aber eventuell könntest du es vielleicht noch etwas stärken. Schauen wir also einfach mal rein und das kann ich über diesen Button hier oben rechts vergleichen mit der ersten Abgabe und das ist oft nochmal eine schöne Reflexionsebene dann auch im Unterricht, wenn wir die Hausaufgaben besprechen, hier drauf zu tippen und zu schauen, was hast du eigentlich überarbeitet. Wir sehen jetzt unterschiedliche Teile dieses Textes, vor allem aber sehen wir am Ende das eben angesprochene Feedback, das der Schüler offensichtlich vergessen hatte. Er hatte hier nur geschrieben, da trat dann die Wiedervereinigung am 3. Oktober 1990 in Kraft, Punkt, und hat damit seine Erläuterung beendet, hatte aber kein wirkliches Fazit. Das hat er dann nach dem ersten Feedback von Fiete eingearbeitet und anschließend auch die Rückmeldung erhalten, super, du hast jetzt ein Fazit eingefügt. Und das ist eine sehr schöne Funktion von Fiete, dass man eben sehen kann, wie haben Schülerinnen und Schüler ihre Texte überarbeitet und damit naja, gewissermaßen auch das Lernen sichtbar wird, also in welchem Maße sie eben ihre eigenen Texte nochmal überarbeiten konnten. Ansonsten kann ich hier in dieser Auswertung sehen, wie die einzelnen Feedback-Items ausgefallen sind, wer welche Rückmeldungen erhalten hat und erhalte vor allem auch einen Überblick über die gesamte Klasse. Und kann dann natürlich sehr schön darauf eingehen, welche Kriterien vielleicht negativ zurückgemeldet wurden, wo wir nochmal dran arbeiten müssten. Oder aber auch, wir gehen gemeinsam am Beamer, wenn die Schüler damit einverstanden sind, ihre Texte nochmal durch und besprechen, wie bezogen auf die Kriterien die Texte noch verbessert werden können. Dass das Ganze auch in Spanisch funktioniert, also im Fremdsprachenunterricht, kann ich hier einmal ganz schnell zeigen mit einem Beispiel. Die Kriterien für einen Blog-Eintrag sind auf Spanisch geschrieben
Und das Feedback fällt dann auch genauso auf Spanisch aus, wie wir hier sehen können an einem Beispieltext. Hier wird dann das Feedback von Fiete vollständig zielsprachig, also auf Spanisch gegeben. Und das ist natürlich eine wunderbare Funktion für den Fremdsprachenunterricht, die ich unbedingt noch zeigen wollte. Und ansonsten würde ich sagen, sollte man es einfach selber ausprobieren. Denn die Arbeit mit Fiete ist unglaublich einfach, funktioniert sehr, sehr gut und lässt sich vor allem ohne eigene KI- oder Sprachmodellkenntnisse im Unterricht unmittelbar umsetzen. Und ich denke, das ist doch das Wichtigste. Vor allem aber sagen eben auch die Schülerinnen und Schüler, dass sie damit sehr gut arbeiten können, dass es für sie eine große Unterstützung ist, weil sie eben beim Schreiben von Hausaufgaben oder aber auch Texten im Unterricht begleitet werden und ich dann im Unterricht herumgehen kann und viel zielgerichteter unterstützen kann, als es vielleicht vorher der Fall war, wenn ich immer nur damit beschäftigt war, zum Beispiel Texte als Hausaufgaben unmittelbar zu vergleichen. Und natürlich ist es so, dass schriftliches Feedback eben auch deutlich zielgerichteter, auch nüchterner und sachlicher ist als ein Kurzfeedback, nachdem ein Schüler oder eine Schülerin seine oder ihre Hausaufgaben vorgetragen hat. Und insofern kann ich nur dazu anregen, das einfach mal auszuprobieren, mit Fiete zu arbeiten. Es gibt noch viele weitere Funktionen, die ich aber jetzt hier gar nicht zeigen möchte, denn das lässt sich sicherlich auch super in der Unterrichtspraxis einfach ausprobieren.